Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir versucht, den letzten Kampf in Festivs Arc zu machen. Nur hat es sich als knifflig herausgestellt, als ich dachte. Da sich Jack vested hat und USA irgendwo stehen geblieben ist. Aber na gut. Geben wir dem Ganzen noch eine Chance. Muss ja nur die richtigen Karten ziehen. Denn wir hatten ihn ja schon beim ersten Mal fast. Wenn er nicht so eine gemeine Fallenkarte hätte. Ihm erlaubt, meinen Monster zu schwächen. Oder wenn er nicht solche Karten hätte, die er einfach so beschwören kann. Okay. Erneut die Frage, gehe ich für Glück? Nein, ich gehe nicht für Glück. Ich hätte diesmal sogar Glück gehabt. Ich hätte diesmal sogar Glück gehabt. Ich habe trotzdem noch Kombinationsmöglichkeiten. Hühnchen ist mal bei einer Verteidigung vorerst. Schraubenigel. Oder. Müllkrieger. Nee, ich mach Stachelschraubenigel. Auch gar keine Spielmarken. Okay, so geht's auch. Okay, versuchen wir es mit Synchron im Deck. Sollte ich hoffentlich kein Problem mehr haben vorerst. Ich kann ja trotzdem Schaden machen. Packt halt noch ein zweites Monster. Dann kann ich noch ein zweites Synchron entdecken. Der mir ja zum Glück ein bisschen aushilft. Mhm.
Mach mir zuerst Darm. Dann zerstöre ich die Karte. Okay, diesmal läuft es wenigstens nach Plan. Ihn einfach nicht am Zug lassen, wo er irgendwie Rotdrachen jetzt unter Welt beschwört. Oh. Aha. Glaub, das war seine letzte Verzweiflungstat. Ja, das war definitiv seine letzte Verzweiflungstat. Dieses Monster arbeiten zusammen, um den Sieg zu erlangen. Es scheint, als hätten sie eine starke Verbindung miteinander, so stark wie die von Team 5Ts. Solange unsere Verbindung stark bleibt, und zwar ganz egal, wo auf der Welt wir gerade sind, werden wir immer zusammen sein. Ich weiß jetzt, was ich aus meinem Leben machen will. Ich auch. Tito. Na, und ich erst. Jack, durch unser Duell weiß ich jetzt, was ich tun möchte. Du hast also deinen Weg gefunden. Ich bleibe in New Dominion City. Ich sehe. Ich verstehe. Also gut. Damit hast du mir einen guten Grund gegeben, irgendwann einmal in diese Stadt zurückzukehren. Weil ich mich weigere, meine Karriere mit einer Niederlage zu beenden. Du bist jederzeit willkommen. Ich werde auf dich warten. Dann wartest du drauf, besiegt zu werden. You say. Einmal herhören. Ich habe beschlossen, der Profiliga beizutreten. You say. Und ich studiere und werde Ärztin. Und wir werden bei unseren Eltern leben. Aber ich werde dir jede Woche schreiben. Es wird schön sein, einen hausgemachten Mahlzeit zu bekommen. Großartig. Ihr habt alle eure eigenen Wege gefunden. Aber egal, wie weit wir voneinander entfernt sind, unsere Verbindung hält und zwar für immer. Mit dieser Stadt verbinde mich eine Menge Erinnerungen. Ja, ich werde diesen Ort nie vergessen. Ja, du hast dich verändert. Wirklich? Ja, früher warst du ein echter Holzhuse, aber jetzt kann ich mich auf dich verlassen, wenn es drauf ankommt. Ach ja? Ja, du bist wirklich erwachsen geworden. Nun, es musste ich. Wer sonst würde meine kleine Schwester beschützen? Wie nennst du ihr klein? Kali? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Wie auch immer, es macht dir doch nichts aus, wenn ich dich auf deiner Reise begleite, oder? Natürlich macht mir das was aus. Ich möchte der beste Duellant der Welt werden und darf mich von nichts und niemandem davon abhalten lassen. Jack? Wenn du mich das nächste Mal siehst, werde ich der König der Welt sein. Leb wohl. Wenn du mich das nächste Mal siehst, das heißt, ich will dich wiedersehen. Ja, Kisa, es sieht so aus, als wärst du der Einzige, der hier bleibt. Ja, dein Flug geht morgen, oder? Ja, genau. Ich wollte mich unbedingt noch von dir verabschieden, Jose. Ach so. Ich wollte dir noch sagen, dass ich bin sehr froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ich auch, Akisa. Als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, hatte ich ein bisschen Angst vor dir. Angst vor mir? Du bist diejenige, die als die schwarze Rosenhexe bekannt ist.
Solltest mal sehen, wie du aussiehst, wenn du einen mit diesem durchdringenden Blick anschaust. Ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast, wenn ich verloren hätte. Was hast du gedacht? Aber auf der anderen Seite hast du wirklich das schönste Lächeln der Welt. Und du bist derjenige, der das Lächeln auf mein Gesicht zaubert, Süße. Nun denn, bis dann. Viel Glück. In der letzten Nacht, bevor Yuseis Freunde sich aufmachten, um ihr eigenes Leben zu leben, hat Yusei New Dominus City bewacht. Die Stadt, die sie alle gemeinsam gerettet haben. Hey, was macht dieser Typ hier? Sieht irgendwie verdächtig aus. Crutch? Ich habe gehört, dass morgen alle abreisen, stimmt das? Ja, es ist nicht leicht, sie gehen zu lassen, aber es wäre wirklich schlimm, wenn sie ihre Träume nicht verwirklichen würden. Glaubst du, dass sie am Ende alle Freunde bleibt? Aber natürlich. Wir haben eine starke Verbindung. Eine unzerbrechliche Verbindung. Eine Verbindung, die immer stärker wird. Wir sind alle auf dem Weg zur nächsten Etappe in unserem Leben. Und ich bin gespannt, wohin sie uns führen wird. Hey, seit wann bist du so philosophisch? In meinem Duell gegen Jack ist mir klar geworden, dass meine Seele in diese Stadt gebunden ist. Wenn meine Freunde eines Tages zurückkommen, möchte ich, dass New Dominus City ein Ort ist, den sie stolz als ihr Zuhause betrachten. Okay, alle mal herhören. Dies ist der letzte Auftritt von Team 5Ds. Lasst uns noch einmal richtig Gas geben. Wenn ich zurückkomme, werde ich der wahre König sein. Es sei denn, ich bin der König. New Dominus City, ich werde dich nie vergessen. Du wirst immer mein Zuhause sein. Es ist kein Abschied für immer. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Unsere Zukunft liegt vor uns. Also lasst sie uns in vollen Zügen genießen. Auf die Plätze, fertig, Duell. Ja, natürlich. Heißt, wir haben 5Ds die Geschichte abgeschlossen. Wie gesagt, ich glaube, Sherrys Auftritt kannte ich die Story nicht mehr. Beziehungsweise zwischen den ersten Duell im Grand Prix und halt Sherrys Auftritt. Ab da wurde sie, glaube ich, im Deutschen beendet. Ging natürlich im Japanischen wieder weiter, etc. So wie halt bei GX. Da war es ja auch ab irgendeinem Punkt, dass sie im Deutschen nicht weiterging. Im Gegensatz zu dem alten Yu-Gi-Oh!, das ja von vorn bis hinten ins Deutsche synchronisiert wurde. Sechsel wurde auch komplett ins Deutsche synchronisiert und Aqui, glaube ich, auch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und Reigns ist halt so neu, dass halt, glaube ich, noch nicht mal ins Fernsehen geschafft hat. Zumindest bei uns hier. Glaube ich. Ich hab's nicht wirklich verfolgt. Na gut, starten wir mit der Geschichte von Sechsel. Wird den Strom verschwinden. Sechsel-Geschichte werden geladen. Die Geschichte von Yuma Tsukumo. Beginnen an einem Tag wie jeden anderen in einer örtlichen Mittelschule von Heartland City. Dort sah er, wie sich sein Freund Bronk mit Shark, dem Schulschläger, duellierte. Shark war ein starker Duellant und Meister der Exis-Beschwörung. Danke für das Duell und für dein Deck. Nicht so schnell. Wer bist du? Ich heiße Yuma. Und ich bin ein guter Freund von Bronk. Bronk und ich hatten eine Vereinbarung. Der Gewinner bekommt das Duell des anderen. Ist das wahr? Ja, es ist es. Aber ich musste es tun. Er hat mich Feigling genannt. Na schön. Wenn du meinen Freund herausforderst, fordere ich eben dich heraus.
Wenn du mich besiegst, gebe ich dieses Deck zurück. Ja, wenn ich gewinne, Yuma, dann bekomme ich dein Deck. An jenem Sonntag hielt Yuma sein Versprechen und trat gegen Chuck an. Ich hoffe, du hast dich von deinen Karten verabschiedet. Sie werden nämlich gleich mir gehören. Tut mir leid. Aber das Einzige, was du von mir bekommst, ist eine gute alte Abreibung. Wenn ich dein Duelldeck gewinne, werde ich es wegschmeißen. Dann lernst du vielleicht deine Lektion. Fang keinen Kampf an, den du nicht gewinnen kannst. Da liegst du falsch, Shark. Die Lektion werde ich niemals lernen. Ich werde weiterhin nach den Sternen greifen. Denn wenn man den Fluss fühlt, gibt es kein Zurück. Apropos den Fluss fühlen. Das tue ich. In diesem Moment setzte die Halskette mit dem goldenen Schlüssel, den Yuma von seinen vermissten Eltern geschenkt bekommen hat, etwas frei, das sein Leben für immer verändern würde. Durch den Schlüssel befreite Yumas Mut ein Wesen aus einem unbekannten Reich, ein Wesen, das nur er sehen und hören konnte. Wer bist du? Kannst du sprechen? Sag doch was. Astral. Hä? Wer ist dein Astral? Mein Name. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich erinnere mich nicht an viel. Das ist sehr großartig. Warum muss ich mich direkt von meinem wichtigsten Duell aller Zeit mit diesen wandelnden Taschenlampe herumschlagen? Duell? Das Wort kommt mir bekannt vor. Ja, ich erinnere mich, dass ich weiß, wie man sich duelliert. Sieh zu. Okay, wir sehen uns das mal an. Ne, wir sehen uns das natürlich nicht an. Lass mir erklären, was XYZ-Monster oder Xyz-Monster sind und wie sie beschworen werden. Xyz-Monster-Monsterkarten mit schwarzen Rahmen. Du kannst diese Karten nicht zu deinem Main-Deck hinzufügen, stattdessen werden Xyz-Monster in dein Extra-Deck. Ja, so wie Synchron-Fusions-Monster. Lass uns loslegen. Zunächst brauchen wir einige Monster im Spiel, um eine Xyz-Beschwörung durchzuführen. Setze Deskoalas in Verteidigungsmodus. Ja, natürlich Deskoalas. Ist eigentlich so irgendwo eine Standardkarte. Und Xyz Wiedergeburt. Wähle ein Xyz-Monster in deinen Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, hänge diese Karte als Xyz-Material daran. Hey, wir werden schon noch sehen, was Xyz-Monster jetzt wirklich bringen. So, ich mal kurz. So. Xyz-Monster. Das ist, wie gesagt, eine neue Art von Beschwörung. In dem Fall braucht man nicht Wiederempfänger noch Fusion. Sondern man muss zwei Monster mit derselben Stufe auf dem Feld haben, damit man ein Xyz-Monster beschwören kann. Die Monster, die man dafür verwendet, werden allerdings nicht auf den Friedhof gesetzt und auch nicht verbannt, sondern bleiben im Spiel als Material für das Xyz-Monster. Heißt, das Monster hat, wenn es beschworen wird, normalerweise, je nachdem wie viele Monster man braucht, zum Beispiel hier zwei Monster Stufe 4, zwei Materialien. Materialien ist egal, was die für Stufen haben. Zumindest hat es sonst keine wirkliche Auswirkung, die Stufe für Monster. Allerdings macht es halt relativ einfach, schnell starke Monster zu beschwören. Und wie man sieht, zwei Monster Stufe 4 kriegt man relativ schnell aufs Feld oder zwei Monster Stufe 3. Und was es mit den Materialien genau noch auf sich hat, das werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Wir werden jetzt das Duell fortsetzen. Okay. Ja. Und er holt sich direkt ein Xyz-Monster.
Und wir haben es gerade gesehen. Xyz-Monster benötigen die Materialien, damit sie ihre Effekte aktivieren können. Wodurch auch die Monster dann in den Friedhof gelegt werden. Beziehungsweise die Materialien. Ja, lass uns Kran benutzen, um Deathcrawlers vom Friedhof zu beschwören. Natürlich. Kran, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 3 in deinen Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte werden annulliert. Du kannst diesen Effekt von Kran nur einmal pro Spielzug anwenden. Ist für mich in Ordnung. Aktivieren wir natürlich den Effekt von Kran. Dann hätten auch Wiedergeburt. Und jetzt können wir ein Xyz-Monster beschwören. Und das ist ja in dem Fall keine Stufe mehr, sondern ein Rang. Muss man ja auch noch dazu sagen. Das heißt, man kann Xyz-Monster nicht verwenden für eine Xyz-Beschwörung, da hier nicht ausschließlich steht, dass man zwei Monster der Stufe braucht und nicht von einem Rang. Ist ein bisschen verwirrend, aber es geht. Mal schauen, was hat denn der überhaupt für einen Effekt. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, beschwöre ein Erdkrieger oder Ungeheuerkriegermonster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die Verteidigungsposition, aber zerstöre es während der Endphase. Also wir werden wahrscheinlich gleich noch eine Xyz-Beschwörung machen. Da wir ja zwei Materialien haben, hat den Effekt ja nicht nur einmal verwenden können. Steinwerfer hat einen guten Effekt. Biete ein Monster vom Typ Krieger auf dem Spielfeld als Tribut an, um ein offenes Monster auf dem Spielfeld zu zerstören, dessen Death kleiner oder gleich der ATK dieser Karte ist. Okay, und den können wir scheinbar nur einmal aktivieren. Aber steht zwar nicht dabei, aber manchen Effekten steht es halt nicht dabei. Muss man rausfinden. Okay. Ja, und wir haben Xyz Wiedergeburtsfalle gespielt. Heißt, wir können Xyz Monster vom Friedhof wieder beschwören. Und Xyz Wiedergeburt wird natürlich als Material benutzt. Und jetzt können wir doch auf einmal den Effekt nochmal aktivieren. Merkwürdig. Und dann beschwören wir natürlich Utopia. Ja, später wird es noch wichtig, dass es Xyz-Karten gibt, die extra im Namen Nummer dran stehen haben. Aber das ist alles rein storytechnisch. Mal schauen, wie die da wirklich drauf eingehen. Und geschützt zum Krieger sollen wir auch noch beschwören. Ich soll Utopia als Tribut anwenden. Bitte was? Na gut, holen wir mit Wiederbelebung oder Wiedergeburt Utopia zurück. Dadurch werden halt trotzdem die Materialien gleich null. Rüste nur ein Utopia-Monster mit dieser Karte aus. Wenn das ausgerüstete Monster einen Angriff deklariert, wähle ein Zauber oder Falle, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Dein Gegner kann als Reaktion auf diese Aktivierung. Ja, okay.
Das mir gerade gleich. So. Und dann greifen wir natürlich an. Und vernichten Schwerkraftbindung. Dann greifen wir natürlich weiter an. Oh. Stimmt ja, geschützt. Ah, deswegen mussten wir Utopia verwenden, damit wir direkt in den Zug gewinnen. Ich verstehe schon. Nach dem Duell fand Yuma heraus, dass sein neuer Freund eine Art Verbundenheit mit diesen neuen Nummernkarten hatte. Diese Nummerkarte steht für ein Stück meiner Erinnerung, aber nur ein kleines Stück. Um meine Erinnerung wirklich zurückzuholen, musste ich alle 100 Nummernkarten sammeln. Wir hatten eine Abmachung. Hier hast du Bronze Deck zurück. Danke, dass du dein Wort hältst. Du bist ein guter Duellant, man sieht sich. Hey, vielleicht können wir das irgendwann wiederholen. Vergessen wir die Decks. Wir sollten uns einfach nur zum Spaß duellieren. So kann man den Fluss am besten fühlen. Natürlich kann man das suchen. So. Allerdings, bevor ich jetzt weitermachen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists wieder. Ciao.